Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play, der Vampire Masquerade Bloodlines bzw. Nightcore Let's Play. Ihr habt sicher schon gemerkt, dass ich mich jetzt dazu entschlossen habe. Ich habe jetzt alle Videos gerendert. Hi. Magst du nicht mit uns reden? Naja, kommen wir später wieder. Wir müssen jetzt hier das Lagerhaus einnehmen. Ich komme auf alle Fälle wieder. Ja, was steht da? Tödliches Fest. Ja, das weiß ich. Oder? Tödliches Fest? Ja. Mir kommt es zu laut vor heute. Ist ja egal, es ist gerade sehr früh morgens, 6.33 Uhr morgens. Ich war noch nicht im Bett. Werde wahrscheinlich so schnell auch nicht ins Bett gehen. Ah, lol. Die Musik hat ihn gebackt. Deswegen war das so laut. Ich dachte so, hä, warum ist denn das jetzt von mir so laut? Ah. So, drücken wir L. Ich mache mir meine Kippe an. Also, wir haben jetzt gerade 3 Missionen. Das Rätsel des Regen, da haben wir wahrscheinlich, brauchen wir aber noch ein bisschen, wir haben nur noch 4 Menschlichkeit. Da brauchen wir dann wahrscheinlich ein bisschen Zeit bis. Ein explosiver Anfang. Die Fete wurde beendet, Turm versteckt sich in einem Öltanker in der Nähe des Elysiums. Sie müssen ihn dazu bringen, ihnen einen Weg in die Lagerhalle zu zeigen, damit sie den Sprengsatz legen können. Karneval des Todes. Sie haben den Tatort am Bier angesehen, konnten aber nichts Besonderes über den Mörder herausfinden, außer dass er besonders brutal und bestialistisch vorgeht. Also können wir schon mal ausgeben, dass es ein Vampir sein wird, der wenig Menschlichkeit hat. Können wir noch irgendwas leveln? Wir haben 5 Punkte. Verführung würde ich ja gerne noch weiter leveln, aber ich glaube, da sind wir aktuell am Maximum, oder? 8 und 6. Überredungskunst ist noch wichtig. 6 und 8. Feilschen könnten wir auch machen eigentlich, aber ich wäre jetzt erstmal für entweder Hacken oder Schlösser knacken. Schlösser knacken, was braucht man da? Das kostet 3, das kostet 3 und wie viel kostet Computer? Auch 3. und Geschick. Ich würde mal sagen, wir machen mal 1 auf Sicherheit für Schlösser knacken. Und das nächste setzen wir dann entweder in Computer oder bei Feilschen hier. So, dann machen wir wieder auf. Hier. Danke. Da versteckt sich in den... Ich hoffe, ich beiß nicht schon wieder einen Kopf. ja, da muss man echt drauf hoffen, dass man keinen Kopf beißt. Okay, in der Nähe des Elysiums versteckt er sich in dem Öltanker. Hier ist das Elysium. Da ist aber auch kein Öltanker in der Nähe. Weil du nämlich gerade nur mit 30 FPS auf, weil ich ja über Camdasia render, wenn ich Nightcore Let's Plays mache. Das ist, finde ich, geschickter. Ja, dann hätte ich gerade beißen können, aber ich mache das lieber safe. Wo ist denn da ein Öltanker? In der Nähe des Elysiums stand im, Ding. Vielleicht ist da ja irgendwo ein Einzelner, den ich gut aussaugen kann. Würde mich echt freuen, wenn ich jemanden aussaugen kann. Ich habe nämlich nicht allzu viel Blut. Aber wir dürfen halt auch nicht... Was ist das? Ah, keine Ahnung. Ah, das ist too heavy to lift. Aha. Okay, da hätten wir, wenn wir den Kopf nicht überredet hätten, hätten wir dann so rein können, indem wir stark genug sind einfach, wahrscheinlich. Da hinten ist das Elysium. Ja, im Krankenhaus waren wir ja auch noch nicht, ne? Im Krankenhaus wollten wir ja auch was machen. Beziehungsweise wollten wir nicht was machen, aber ich bin da reingekommen, irgendwie. Oh, da kann man hinten lang, da kann man runter. Bist du alleine? Hm! Ja, wir wollen noch ein bisschen Menschlichkeit bewahren. So. Aber wir wissen schon, da unten steht wahrscheinlich immer ein Penner, den wir aussaugen können, wenn wir wollen. Was ist das? Also das ist die Galerie. Noir? Oder Noir? Keine Ahnung, ich glaube Noir heißt. Da ist unser Zuhause, oder? Haben wir noch Blutbeutel zu Hause? Gehen wir mal nach Hause und gucken mal, ob wir da noch was haben zum Mitnehmen. Ansonsten müssen wir jetzt den Öltanker suchen. Ist das ein Öltank? Ja, ist ein Öltank. In der Nähe des Elysiums. Aha. Da konnten wir ja rein, einfach so, ne? Wir können noch die Nebenbude aufmachen, probieren. Wie viel brauchen wir da für Lockpicking? Vielleicht können wir da mit unserem Lockpicking Below Lock Blabla 5. Apex. Failed. Schade. Haben wir also nicht 5, wa? Bei Schlösserknacken haben wir 4. Ne, das hilft für ein Hacken. Hacken hätten wir 5 mit Apex. Alles klärchen. Nicht Apex, Outpex. Outpex oder Auspex so irgendwie. Take, take. Okay, 2 Blutbeutel. Give. Ne. Take. Die Blutbeutel nehmen wir gleich komplett leer. Komplett aus. Wir brauchen nämlich Blut. Wo haben wir die Blutbeutel? Blut. Da haben die Blutbeutel. Equip und Equip.
So, wie sieht's aus? Alles klar, sind fast voll mit dem Blut. Das ist nice. Ich konnte gerade nicht zurückgehen, so als ob hinter mir irgendwas gewesen wäre. Naja, die Wohnung da bekommen wir nicht auf und die Wohnungen dürfen wir nicht. Da haben wir schon reingeguckt, da ist nichts mehr. Gut, dann gucken wir jetzt nach hier dem Öltank. Ne? Da ist ein Cop. Ich hoffe, der kennt mich nicht. Alles klar, da ist das Asylum. Und da müssen wir Schlösser knacken für. Das Problem ist, die Geschäfte werden nicht aufhaben, weil es dunkel, dunkel ist und ja, wenn es hell ist, dürfen wir nicht raus. Da ist aber auch kein Öltank. Kann man da eigentlich rein? Ne, da hört die Straße einfach auf. Alles klar. Bailbus, was ist das? Gehen wir da mal rein. Gucken wir mal jetzt uns hier ein bisschen die Stadt an. So, was ist mit dir? Sind Sie der Schlüsselmeister? Ich muss los. Wow, halten Sie allein die Schlüssel? Und einen Kopfgeldjäger. Ich mach die Nachtschicht. Weil dann in bla bla all das ihre Zeug passiert. Ist die holde Dame am Meer so krank? Das Jagen von Kopfgeldern klingt aufregend. Ich werde mich entfernen. Hart sein, wenn man als Kopfgeldjäger einen guten Job machen will. Ist ihr Kopfgeldjäger kein weiches Ei? Mein Kopf fühlt sich an wie ein Bingo-Chip auf Bald. Ist ihr Kopfgeldjäger kein weiches Ei? Achso, hier muss ich jemanden finden. Vielleicht benötigen sie ein neues Ei. Mit Freuden jage ich den Jagenden. Mein Mond strahlt über einen anderen Weg. Nee, wir machen das. Warte mal. Toll. Als erstes sollten Sie sich wohl in seinem Apartment in den Santa Monica Sitz umsehen. Ich glaube, er wohnt in Nummer 1. Vielleicht finden Sie da einen Hinweis, der Ihnen weiterhilft. Mit dieser Keycard kommen Sie rein. Weitere Fragen plagen meine Gedanken. Ich bringe ihn her. Okay. Die Santa Monica Suites. Wohnen wir da oder wohnen wir da nicht? Gehen wir mal gucken. Sonst müssen wir woanders gucken. Ups, das wollte ich nicht. Pack das Messer wieder ein, my lady. So. Hier muss ich dann irgendwann wieder mal die besuchen gehen. Ich hoffe, ich kann mit dir öfter reden. Würde nämlich gern häufig besuchen, weil ich die abgöttisch gut finde. So. Steht da dabei, wo man hingeht? Ne, da steht nicht dabei, wo man hingeht. Gehen wir einfach mal rein. Aber ich glaube nicht, dass wir... Ne, wir haben da die 508, 507, 506 und 505. Der wohnt in der 1. Das muss dann ein Luxus-Apartment oder so ein Scheiß sein. Gucken wir mal. Ah, Santa Monica Suites. Da haben wir ja den Typen drin, ne? 3, 1 und 2. Da kommen wir nicht rein und da kommen wir nicht rein. Okay, da kommt man ins andere Gebäude. Anrufbeantworter sagt uns nichts. Da steht auf Imalia oder so. Okay, was haben wir hier? Hier haben wir ein Armband. So, was haben wir hier? Haben wir einen Audio-Recorder und was ist das? Geld. Okay, da hat irgendwas am Computer abgeloadet, aber mehr habe ich nicht verstanden, was Englisch war. Okay, wir müssen brauchen ein Passwort. Können wir hacken? Passwort succeed. Passwort accepted. Ah, Imalia. Entering menu. Continue. Schlüssel. Vergiss nicht den Schlüssel zum Tattoo-Shop. Er liegt auf dem Fenster. Auf dem Fenster, okay. Aufenthaltsort. Aufenthaltsort. Und bevor wir das machen, Leute, gehe ich eben aufs Klo. So, leider bin ich wieder da. McGee versteckt sich in der Dusche in Santa Monica. Aha. Home. Gut. Weiß ich nicht, ob das... Ah. Okay, am Fenster. Aber wo am Fenster? Da ist noch eine Kiste. Kann ich die lockpicken? Ne, fehlt. Ist zu gut anscheinend.
Meint ihr das Fenster vom Tattoo Shop oder was? Weil mehr kann ich hier nicht mehr machen. Ich hab mich gerade vom Blut erschrocken. Geh mal zum Tattoo Shop. Dann müssen wir jetzt bestimmt gleich wieder kämpfen. Ah, so, der Tattoo Shop war ja. Irgendwo. Wo, warte mal. Der Tattoo Shop war in der Seitengasse, oder? Wenn ich mich nicht irre. Warte, nimmt er mal Lösung. Downstairs. Das ist doch der Tattoo Shop, oder? Computing. Ne, das ist nicht der Tattoo. Ah, ne, der Tattoo Shop war woanders, warte. Der Tattoo Shop war am Straßenrand. Aber an welchem Rand? Foxy Boxes. Da können wir ja als nächstes hin. Da heidet er drin. Safe ist er da drin. Unser Typ, den wir suchen. Ist das das? Ne, das ist das, wo wir schon waren. Halleluja. Da war auch nichts. Ist das der Tattoo Shop? Der Smoke Shop. Ne, das ist ein Rauchshop. Dann gucken wir mal auf der Straßenseite, wo wir wohnen. Gehen wir mal von Straßenende durch. Mal gucken, was ist das hier? Das ist Chips Bahn. Bahn Shop. Keine Ahnung, was das ist. Da ist unsere Wohnung. Unsere Wohnung voll groß. So, da gibt's Kaffee und das ist Noir. Beach. Zum Beach müssen wir nicht. Wir müssen zum Tattoo Shop. Der Tattoo Shop. Ich hab den Tattoo Shop schon gesehen. Das ist wieder das Boxes, ne? Da gibt's Nutten oder so. Da gibt's Zigaretten, also nicht Zigaretten, Pfeifen und so ein Scheiß, glaube ich. Da hinten ist der Typ, der uns beauftragt hat. Das sieht halt am ehesten aus wie so ein Tattoo-Laden. Aber das ist was anderes. Ist das Tattoo? Ne, das ist Schrottplatz. Und da kommen wir auch nicht rein. Das ist das Diner. So, der Asylum. Foxy Boxes, kommen wir nicht rein. So. Aber ich habe gerade auch das Krankenhaus nicht gesehen, war ich gerade dumm? Alter, das geht mir am Arsch. Okay, was ist das? Ist das jetzt das Krankenhaus oder was? Und wir sind jetzt im Leichenkeller. Ja, das ist das Krankenhaus, da will ich noch nicht rein. Das Krankenhaus will ich noch nicht machen. So, Red Light. Ja. Tattoo! Ah! Am Fenster. Aber an welchem Fenster? Ich meine, da versteckt sich da in dem Shop ja. Und ich komme da nicht rein ohne Schlüssel. Ah. Oh. Vielleicht muss ich zum Auftragsgeber. Und der gibt mir den Schlüssel zum Tattoo-Laden. Gehen wir mal hin. Alles klärchen. Ah. Oh, was kann ich für. Ich suche noch den Jäger der Köpfe. Weitere Fragen, warte. In meinem Kopf warten Fragen auf Ihre Antworten. Zählen Sie von der Dame und ihren Örtlichkeiten. Ich wandere. Okay. Haben Sie vom Mörder im Schattenmantel gehört? Sie zerfetzt, das soll ein Serienmörder gewesen sein. Was werden die Donut-Esser unternehmen? Weitere Fragen planen meine Gedanken. Für mich gut sein, okay? Meinen Kopf warten Fragen auf ihre Antworten. Die Dame mehr ertrinkt, oder? Was wissen Sie über den Club der Geisteskranken? Erzählen Sie mir was über das Herz der Toten. Wissen Sie etwas über die Galerie der Nacht? Fangen wir von oben an. Okay. Wem gehört dieses Haus mit dem zersprungenen Spiegeln? Ihre Worte müssen mir noch mehr Orte zeigen. Dank Ihnen fühle ich mich wie ein Yeti zur Weihnacht. Auf bald. Ne, Spiegel. Die sieht man nicht sehr oft. Ich sehe einen weiteren Ort.
Das soll spuken, da war ich schon. Ist aber ein schönes Haus, da eigentlich man sollte was draus machen, statt es als einfach so als leeres Gerippe herumstehen zu lassen. Ja, ich denke mal, der Inhaber ist ein bisschen nicht mehr vorhanden. Ihre Worte müssen mir noch mehr Orte zeigen. Aha, okay, gut. Ich glaube nicht, dass ihr den Schlüssel zum Tattoo-Laden bekommen. Ein Kopfgeld für den Jäger. Sie sind im Karons Apartment eingedrungen und haben dort Hinweise auf seinen letzten Fall gefunden. Er hat die Tätowiertube erwähnt. Vielleicht sollten Sie als nächstes dorthin gehen. Ja, wenn ich es nicht aufbekomme. Nein, ich würde es gerne aufbekommen, aber ich bekomme es halt einfach nicht auf. Da ist nämlich nirgendwo ein Schlüssel. Obwohl es hieß, der Schlüssel sei am Fenster. Und sicher nicht in seinem Apartment. Safe nicht. Aber ich gehe nochmal sicherheitshalber zu seinem Apartment gucken. Kann ja sein, dass ich es vielleicht doch übersehen habe. Oder es ist in der Kiste. Aber dann bekomme ich es nicht auf, wenn es in der Kiste ist. Weil auf Schlösser knacken habe ich erst 4. Und naja, ich habe nicht mehr genug Punkte. Mal gucken, was für Lockpick die Difficulty brauchen wir. 8. Das ist viel zu hoch. Da ist nix. Den Computer hatten wir schon. Das sagt uns nur, dass der Schlüssel dort und dort ist. Bei dem ist auch kein Schlüssel zu Hause. Tschüss. Naja, ich würde sagen, dann müssen wir eben warten, bis wir eine höhere Lockpick-Fähigkeit haben. Das wird noch ewig dauern. Dann gehen wir jetzt mal zu dem Typen. Und hoffentlich können wir dann wieder ins Elysium und mit unserem Engelchen reden. Aktuell haben wir ja noch gut Blut. Ich setze mal Verdunkelung. Das kann uns nur von Nutzen sein. Dann reden wir mal mit dem Typen. Haben ja eh schon wieder fast eine ganze Folge rum, Alter. Vergeht voll schnell die Zeit. So, geh wieder zu. Dankeschön. So, das ist wahrscheinlich der Typ. Alter, ist der hässlich. Wirklich? Und du mittendrin. Wie interessant. Ich suche ein Haus zur Lagerung, Scheusal. Abgehalfteter Menschen waren hier durchschaffen. Irgendwas Großes wird hier inszeniert. Geheimnisse, Gram und Gebrechen erzählen mir vom Sabbat. Nur die Warmblütigen suchen das Haus der Lagerung heim. Hast du den Schlüssel zu diesem Haus? The Sabbat, she's your queen. It's like this. We're all monsters, like it or not. I'm not gonna say the Sabbat are the evil vampires, because none of us are the good guys here. But the Sabbat, they glorify their monstrous nature. They refuse to hide it and go out of their way to show us. They're also brainless and reckless. They have a life expectancy of a vampire fruit fly. Gesteigerten Wert darauf, sie zu zeigen. Sie sind außerdem hirnlos und rücksichtslos und haben die Lebenserwartung einer Vampir-Fruchtfliege. Alles klar. Und was mit den glücklosen Menschen? Kannst du mich ins Haus der Lagerung bringen? Meine Taschen verlangen nach fehlenden Dingen. Leuchte mir den Weg, euer Scheußlichkeit. Gut. Dann würde ich sagen, sprengen wir mal das Lagerhaus in die Luft. Ein bisschen, aha, Kanalisation. Ich bin zu laut. Ach, fällt ja überhaupt nicht auf. Man sieht halt leider auch fast nichts. Beziehungsweise man kann halt nicht durch Dingens durchgucken. Nein. Gif. Da. Ich will bitte ein Magazin haben. Dankeschön. Kann ich die Waffe jetzt nachladen? Ah ne, habe ich schon nachgeladen. Und die hat gar keine Schuss mehr. Nee, machen wir Messer. Das hat mir meine Göttin gegeben.
Ach Mensch, jetzt haben sie mich doch gefunden. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte das eigentlich verhindern. Verdunkel dich. Dankeschön. Das wollte ich auch nicht. Ich wollte ihn von hinten quasi stealth killen. Da sind zwei. Da ist auch das Lagerhaus. Den da müssen wir aber noch wegmachen. Das Problem ist, die anderen werden mich sehen, wenn ich Richtung, wenn ich den bekämpfe wahrscheinlich. Okay. Okay. Kannst du den umbringen? Alter, hat er jetzt lang gebraucht, um zu sterben. Okay. Da haben wir 5 Schuss jetzt für. Und da haben wir 7 Schuss für. Das Messer geht ganz gut, muss ich sagen. Alles klar, ich kann die Kisten kaputt machen. Oh, da ist Muni.
Also Schießen ist echt nicht gut gemacht. Erstmal Leben regenerieren. Okay, ich habe noch 9 Schuss mit der. Geh erstmal weg da. So. Jetzt haben wir 8 noch zum Nachladen. Das heißt, wir haben jetzt 14 Schuss. Aber ich muss jetzt erstmal Leben regenerieren. So. Weiter Leben regenerieren. Okay. Wenn der mich trifft, bin ich tot. Ich hab den 4 Shotgun-Schüsse gedrückt. Man kann halt auch nicht richtig aimen. Das ist halt echt ein Problem. Man kann halt nicht auf den Kopf aimen. Mal erstmal eine Kippe anmachen. Was? Habe ich das jetzt nicht? Ich muss echt öfter schnell speichern. Hat jetzt nicht mal gezählt, dass ich den Penner da verloren habe. Ja, das hab ich, den habe ich erst später ausgetrunken. Das will mir gar nicht gefallen. Und wir haben erst 48 Minuten rum. So, ich spiele jetzt kurz nochmal bis zu dem einen. Ne, ich mache jetzt nur den Penner leer. Kann ich den da eigentlich auch leer machen? Der hatte doch auch eine Pistole. Oh, da war noch eine Kiste, da war aber nichts. Doch, da war Muni drin. Einmal 6 Schuss, ein ganzes Magazin. So, den Penner sauge ich jetzt aus. Ich habe gerade keine Menschlichkeit verloren dafür, dass ich den jetzt ausgesaugt habe. Wir haben immer noch 4 Menschlichkeit. Alles klar. Lol. Hallo. Ja gut, komm ich da rein? Da ist ein Türknauf. Ne, komm ich nicht rein. Da ist aber noch Pumpgun-Money. Es lohnt sich also, sich umzugucken. Ich habe jetzt, hier habe ich 14 Schuss. Und hier habe ich, ganz genau ein Magazin. Kann da aber nicht auch nicht gut aimen, wa? Ich würde gerne über Kimi und Kwan oder so zielen. Warum kann ich mit Messer zuschlagen und der hat kein Feedback? Kann ich instant nochmal schlagen? Also
ob die beide noch die Nahkampfwaffe ausgepackt haben. Ich brauche die Nahkampfwaffe nicht. Ich habe das Messer. Aha, ja gut, habe ich halt nur sie, habe ich jetzt halt 17 Schuss. Aber ich muss sagen, der Revolver bringt sich sowieso nicht so sonderlich viel. Schlagknüppel. Alles klar. Na gut, schnell speichern. Ich werde jetzt die Aufnahme beenden, warten, bis ich volles Leben habe und dann nochmal schnell speichern. Und dann hoffen, dass die erste Folge hochgeladen hat schon. Also ich danke euch fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge von Let's Play The Vampire Masquerade Bloodline wieder ein. Ciao.